Der Einfall der Langobarden 568 brachte Chaos in Italien. Der Erzbischof von Mailand floh nach Genua, der Patriarch von Aquileia nach Grado. Die Bistümer in Norditalien wurden dezimiert, vor allem der Kirchensprengel Mailands. Byzantinische Rückeroberungsversuche scheiterten. Die Kirche war in Bedrängnis. Zahlreiche Bischöfe arrangierten sich mit den Langobarden. 590 wurde Gregor I., der als Zweiter und Letzter den Beinamen der Große erhielt, Papst. Er wurde von Kaiser Mauricius bestätigt, was völlig neu war. Dieses Vorgehen geht auf den Corpus Juris Civilis Kaiser Justinians zurück. Während die Priester sich um das Seelenheil kümmerten, oblag dem Kaiser die Sorge für die zivile Wohlfahrt. Der Kaiser war der oberste Hüter des Glaubens und sollte die Kirche kontrollieren. Gregor I. kümmerte sich sodann auch gleich um die notleidende Bevölkerung. Auf seinem Programm stand Seelsorge, Mission und Kampf gegen die Heretiker. Vor allem richtete er sich gegen den Arianismus. Er drängte den langobardischen König, seine Söhne katholisch taufen zu lassen und förderte den irischen Missionar Columban. Dieser gründete im norditalienischen Bobbio ein Kloster, das sich als katholische Speerspitze im Herzen des Langobardenreiches entwickeln sollte. Gregor I. war selbst Mönch und der erste Mönch auf dem Papstthron. Gregor führte dem Papsttitel auch die Worte Servus Servorum Dei bei, der bis heute geführt wird. Die Phrase bezieht sich wohl auf das Markus-Evangelium. Wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein. Gregor beschäftigte sich auch mit dem Wesen weltlicher Herrschaft. Er betrachtete sie als Instrument Gottes zur Rettung der Menschen. Er ging von einem Miteinander von weltlicher und geistlicher Macht aus.